Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir gefunden habt, dass diese Legung euch vielleicht gefunden hat. Ich schicke euch ganz, ganz herzliche, sonnige Grüße. In dieser Legung geht es darum, was dein Gegenüber, er oder sie, jetzt denkt, und zwar in Bezug auf dich. In dieser Legung lese ich die Gedanken deines Gegenübers mit der Hilfe der Karten, und zwar ich lege heute die Elki Orakelkarten und das Tarot of Mystical Moments, alle Infos dazu unten in der Infobox, und du schaust, ob du mit dieser Legung in Resonanz gehen kannst. Die Karten kommen zum Schluss zum Einsatz und ich konzentriere mich jetzt auf die Tarotkarten. Was denkt er jetzt? Die drei der Schwerter, der Narr und die acht der Münzen. Okay, also dein Gegenüber in der Mitte hier ist der Narr. Und das ist auch hier so ein bisschen, zeigt mir in welcher Verfassung, beziehungsweise was jetzt innerlich bei deinem Gegenüber los ist. Und zwar habe ich hier den Narren, und das ist jemand, der kurz davor ist oder sich schon mittendrin befindet, etwas anders zu machen, etwas neu zu machen, sich etwas trauen, etwas zu wagen. Diese Karte steht auch für den Neubeginn. Aber ich habe das hier so, den Neubeginn ohne einen Plan zu haben. Ja, also dein Gegenüber denkt jetzt in Bezug auf dich vieles beziehungsweise alles anders zu machen, alles neu zu machen oder neu zu beginnen mit dir. Die Karte zeigt mir aber, dass dein Gegenüber sich vielleicht nicht so viele Gedanken gemacht hat. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber so richtig einen Plan hat er oder sie nicht. Es ist eher mit dem Strom des Lebens fließen, also je nachdem, was sich bieten wird, so werde ich reagieren. Ja, ich möchte hier dieses Neue mit dir haben, aber ich lasse mich inspirieren. Ja, das ist hier auch sowas wie, ja, je nachdem, was der Tag bringt, je nachdem, was die Situation bringen wird, so werde ich darauf reagieren, so werde ich mich verhalten. Also, das ist auch hier etwas nach der Intuition sich richten, nach dem Herzen sich richten. Das, was im Außen sich einem bietet, präsentiert, so darauf reagieren. Und zwar zum Beispiel, wie du drauf bist, was du sagst, was du machst. Und danach wird sich das Ganze hier, was dein Gegenüber machen wird, wird sich danach richten. Ich habe das auch so hier mit... Ja, mit dem Krokodil, und am Ende hier ist eine Blume, dass dein Gegenüber dich auch, also denk daran, dich irgendwie anzulocken. Ja, denn dieses Krokodil lockt an. Ja, diese wunderschöne Gestalt hier. Und das bist du für dein Gegenüber. Dein Gegenüber sieht dich als jemand sehr Schönes und den man irgendwie für sich gewinnen möchte, oder vielleicht möchte dein Gegenüber dich von irgendetwas überzeugen, ja, und ich habe das hier so locken, und es kann aber auch sein, dass dein Gegenüber einfach jetzt neu beginnen wird, dich zu erobern, ja, das kann hier auch so sein, sich einfach kopfüber in diese ganze Sache mit dir reinstürzen, ohne viel zu überlegen. Das zeigt mir die Karte auch, und dein Gegenüber denkt daran, einfach mit dir auch eine schöne Zeit zu haben und irgendwie dich
ja, zu sich zu locken. So würde ich hier diese Karte verstehen. Das sind die Gedanken deines Gegenübers. Und vielleicht hast du dich bis jetzt immer so ein bisschen zurückgehalten, irgendwie nicht so aus dem Vollen geschöpft, beziehungsweise vielleicht sogar dein Gegenüber etwas zurückgestoßen oder vielleicht sogar einfach. Vielleicht nicht zurückgestoßen, sondern dein Gegenüber hat es so wahrgenommen, als wäre da zwischen euch so eine Distanz, so eine emotionale Distanz oder körperliche Distanz. Das kann beides sein. Und diese Lücke, möchte dein Gegenüber jetzt überwinden. Da kreisen die Gedanken drum. Ja? Wie bekommt er oder sie dich etwas näher? Ja? Etwas näher zu sich ziehen wollen, dich. Ja? Das habe ich hier, aber ohne einen Plan. Also das soll alles so spontan sein und nicht gekünstelt und nicht irgendwie so nach so einem Schemata irgendwie erfolgen, sondern das, was sich bieten wird, das wird irgendwie benutzt. Das Beste wird daraus gemacht aus den Situationen oder aus der Situation, die sich ihm oder ihr bieten wird. Und da kreisen, wie gesagt, die Gedanken deines Gegenübers, wie man dich irgendwie so für sich gewinnen kann. Ja, dass du ein bisschen näher kommst, dass man sich näher kommt. Bei einigen von euch habe ich sowas wie dein Gegenüber denkt daran, dir Blumen zu schenken. Ja, hier auf der Karte sind drumherum sehr viele Blumen. Und ja, das ist so der Gedanke. Vielleicht würde sie sich oder. Ja, über eine Blume oder Blumenstrauß im Generellen einfach Blumen freuen. Sowas bekomme ich hier rein. Das denkt jetzt dein Gegenüber in Bezug auf dich. Ja, und hier kommt die Karte, die manchmal so ein bisschen für Verwirrung sorgen könnte. Könnte, muss nicht. Und hier ist es so mit den drei der Schwertern. Es ist nun mal irgendwie etwas vorgefallen in der Vergangenheit oder jetzt zwischen euch beiden. Vielleicht sind unschöne Worte gefallen. Oder dein Gegenüber hat dich speziell verletzt. Es kann auch sein, dass du deinen Gegenüber verletzt hast. Denn ich habe hier irgendwie die Gedanken von deinem Gegenüber kreisen hier um eine Verletzung, etwas Unangenehmes, etwas Unschönes, was vorgefallen ist, was passiert ist. Sieht man hier ganz gut. Drei Pfeile stecken hier in diesem Rosenherz. Das kannst du gewesen sein, das kann aber auch dein Gegenüber bei dir gewesen sein. Ja, vielleicht seid ihr nicht mehr zusammen. Vielleicht ist es auch so, dass das dein Ex ist und es ist irgendetwas vorgefallen, was zu dieser Trennung geführt hat. Und da stecken die Pfeile hier im Herzen. Ja, entweder von deinem Gegenüber oder von dir, vielleicht aber auch von euch beiden. Dein Gegenüber denkt darüber nach. Er oder sie, dein Herzensmensch, dein Liebster, denkt darüber nach, was da vorgefallen ist, wieso, weshalb, warum. Diese ganze Situation wird analysiert, weil dein Gegenüber möchte das einfach hinter sich lassen. Ja, möchte das einfach nicht mehr irgendwie im Leben haben, dass das zwischen euch steht. Ja, das ist diese Lücke vielleicht, die hier zwischen dir und deinem Gegenüber ist. Und diese Lücke soll geschlossen werden, also dass ihr beide zusammenkommt. Ja, näher rückt, immer näher. Darüber denkt ja dein Gegenüber nach. Und vielleicht ist das hier der Grund, diese Vergangenheit, was da passiert ist. Vielleicht verletzende Worte, vielleicht auch verletzendes Verhalten. Ja, aber irgendjemand wurde irgendwie verletzt hier. Das sehe ich. Und darüber denkt dein Gegenüber nach. Muss nicht sein, dass er über sich nachdenkt, sondern über dich. Ja, und deine Verletzung. Was habe ich da bloß getan? Was habe ich gesagt? Wie habe ich mich verhalten? Das war falsch. Okay, was kann ich jetzt machen? Ja, damit das vergeben. Ja, das mir vergeben wird, ja? Oder dein Gegenüber möchte dir vergeben, falls du dein Gegenüber verletzt hast. Und vergeben man und ein Neubeginn, einfach irgendetwas kann sein, weil die Karte ist nun mal da, ja? Steht zwischen euch, so wie ich das sehe. Und das soll jetzt überwunden werden. Das ist der Gedanke von deinem Gegenüber. Einfach damit abschließen,
es loslassen und weitermachen auf eine andere neue Art und Weise, ja, oder einfach komplett ein Neubeginn mit dir, ohne Plan, ja. Ich kenne dein Gegenüber nicht, ich weiß nicht, wie diese Person so ist, aber vielleicht hat diese Person immer einen Plan gehabt und jetzt möchte er oder sie etwas anders machen, etwas neu machen, ja, ohne Plan. Sich einfach von den Begebenheiten leiten lassen und so denkt dein Gegenüber, dass es so besser funktionieren wird, ja, dass es so besser klappen wird ohne einen Plan. Und auch, ich habe das hier so, dass dein Gegenüber offen ist für alles Neue und auch sich nicht irgendwie dem Gegenüber versperren wird, was da kommt, ja, damit du das hier weißt. Und ich habe hier die 8 der Münzen. Und die 8 der Münzen, das ist, die Gedanken liegen in Bezug auf dich, auf eure Verbindung oder auf das, was vielleicht nicht da ist, aber da sein soll. Ja, so daran arbeiten, den Fokus darauf legen, sehr sich bemühen, viel Mühe reinstecken, aber ohne, dass es belasten wird, sondern dein Gegenüber denkt darüber nach, dass es ja auch Spaß machen kann, das Ganze gemeinsam hier zu gestalten, weil diese Person bemalt hier die Flügel von diesem Schmetterling. Und das ist ja auch Kreativität, das ist auch so nach dem Gefühl gehen, wie man das Ganze bemalt, einfach die Farben wählen, die einem jetzt zu diesem Zeitpunkt passen. Und sich auch darauf fokussieren und auch nicht so ungenau sein, sondern wirklich genau und akkurat arbeiten. Und daran denkt dein Gegenüber nach, dass diese Sorgfalt, genau, Sorgfalt, an den Tag gelegt werden soll in Bezug auf dich. Kein Plan, aber sorgfältig. Also wenn man was macht, dann soll man das schon einfach machen und nicht irgendwie dann doch nicht und vielleicht doch anders, sondern was einmal ist, sollte auch dann bleiben. Ja, sowas bekomme ich hier rein. Und die Gedanken, das sind sehr positive Gedanken an dich, sehr angenehme, schöne Gedanken und auch so eine Verspieltheit habe ich hier mit den Schmetterlingen, so eine Leichtigkeit mit dem Narren und mit den 8 der Münzen. Also das ist hier nichts, was irgendwie so einen erdrückt oder niederschmetternd wird, obwohl hier die 3 der Schwerter da sind, aber das soll ja wegkommen. Das gehört ja vielleicht schon jetzt der Vergangenheit an. Und bei deinem Gegenüber, das sind nur noch so die Reste, die da noch irgendwo rumschwirren. Und der Fokus liegt, so wie ich das sehe, hier in den Karten, hier drauf. Ja, also auf diesem Neuen, auf diesem Verbesserten oder einfach auf dieser harten Arbeit an sich selber, an der Verbindung, an dem Umgang miteinander, ja, und einfach dieses Neue durchziehen. So habe ich das hier. Das sind die Gedanken deines Gegenübers momentan jetzt in Bezug auf dich. Das Ass der Münzen, wow. Und der Tod, Transformation, Veränderung, ja, auf eine spielerische, leichte Art und Weise, ja. Und ich habe das hier so im Kartenbild, dass dein Gegenüber, auch wenn die ganze Angelegenheit mit dir ganz frisch ist, kann sein, dass es frisch ist, weil ich habe hier das Ass der Münzen, das ist der Beginn, der Neuanfang. Trotzdem soll das Ganze aber auch irgendwie dir Sicherheit vermitteln oder ihm Sicherheit oder ihr Sicherheit vermitteln, hegen und pflegen habe ich hier und auch wachsen lassen. Vielleicht ist es jetzt nur ganz klein, die Hoffnung, dass das Ganze mit euch beiden schön wird, ist ganz klein, aber dein Gegenüber sieht hier diese Chance für euch, für diese Verbindung. Und egal, was in der Vergangenheit passiert, egal, wie viel Negativität da drinne steckt, hier
kann etwas Wunderschönes Neues entstehen. Und darauf wird der Fokus gelegt, darauf konzentriert sich momentan dein Gegenüber gedanklich, das Ganze entstehen zu lassen. Überhaupt vielleicht, wie gesagt, kann auch ein Ex sein oder ihr seid ganz frisch, ja. Oder dass es in einer Verbindung so ein erfrischender Neustart, sowas habe ich hier. Und das soll gepflegt und gehegt werden und der Fokus liegt hier auf dieser Verbindung mit dir bei deinem Gegenüber, genauso wie hier. Und auch hier, also dein Gegenüber denkt an dich. Wenn es ihm möglich ist oder ihr, dann wird an dich gedacht und ja, diese Veränderung, dieser Neubeginn wird im Kopf, findet statt, aber ohne irgendwie einen Plan zu haben. Ich habe das hier so eine vage Vorstellung und auch noch, da ist noch so ein Gefühl dabei, ja, ein Gefühl von Sinn. Ja, das Ganze hat einen Sinn. Dem Ganzen wird ein Sinn gegeben werden dadurch, dass ich hier tätig werde und aktiv werde. Ja, das kommt hier durch. Das denkt dein Gegenüber. Und das ist natürlich auch das Ass der Münzen, das ist die, also dein Gegenüber denkt, diese ganze Angelegenheit mit dir, egal in welcher Phase ihr euch befindet, wo ihr steht, ja, das ist eine große Chance für ihn, für sie, aber auch für dich, das denkt dein Gegenüber, eine große Chance auf Stabilität, auf eine schöne gemeinsame Zukunft mit dir, auf eine feste Partnerschaft. In der Zukunft habe ich hier, ja, weil das beginnt erst, das soll jetzt erstmal überhaupt wachsen, entstehen, ja. Wie gesagt, kann auch ein Neustart sein, so eine Neubefeuerung, ja. Und trotzdem soll das Ganze irgendwie anders sein. Das kommt hier auch im Kartenbild so durch. Das innere und äußere Glück ist möglich. Das denkt dein Gegenüber in Bezug auf dich. Das große Glück kann erreicht werden. Vielleicht nicht sofort, ja. Vielleicht braucht das Ganze einfach ein bisschen Zeit. Ich habe das hier auch so einen Gedanken. Ich lasse dir Zeit. Ich lasse dieser Verbindung einfach Zeit, damit das wachsen kann, damit die Wurzeln auch tiefer werden können, stärker werden können, damit hier diese kleine Pflanze immer größer und größer und größer wird. Dein Gegenüber denkt hier, ja, ich werde dich, ja, ich werde dich hier so anlocken. Du bist dann in meinem Bann, ich habe dich in meinen Bann gezogen und dann kann sich das Ganze entwickeln. Ja. Das sind die Gedanken deines Gegenübers. Das wird vielleicht nicht mit jedem hier übereinstimmen, weil das ist eine allgemeine Legung. Aber für einen Teil ist es hier die Botschaft, ja. Und der Tod, das ist die Transformation. Also dein Gegenüber denkt daran, dass das Schlechte gehen soll und das Gute kommen soll. Ja, der Gegenüber wendet sich auch dem Positiven zu. Wie gesagt, diese negative Vergangenheit, egal was da vorgefallen ist, soll keine Rolle mehr spielen. Vielleicht auch sowas wie, ich möchte mich damit einfach nicht mehr auseinandersetzen. Die Zeit heilt alle Wunden und ich möchte mich einfach der neuen Zukunft mit dir widmen. Hier mit dieser Lilie und mit dem Schmetterling drauf. Ja, Schmetterlinge hier, Schmetterling hier. Also und sehr viele Pflanzen. Und deswegen habe ich das hier so, dass dein Gegenüber einfach sich von den negativen Aspekten, die zwischen euch irgendwo da noch da sind, einfach abwendet und wendet sich dem Neuen zu, der Neuentstehung, diesen neuen Möglichkeiten, die er oder sie sieht, in dieser ganzen Angelegenheit, in dieser Verbindung mit dir, ja. So. Und das ist auch hier im Kartenbild zu sehen, dass das, was in seinen Gedanken oder ihren Gedanken vor sich geht, das wird nach außen kommen. Hier. Das wird nach außen kommen und erblühen. Und dein
Dein Gegenüber trägt sehr viel Potenzial in sich, das soll ich dir hier sagen. Da ist sehr viel machbar mit dieser Person, mit diesem Menschen. Ja, das soll ich dir jetzt auch hier sagen. Also vielleicht wirkt diese Person zum Beispiel nicht so tiefgründig. Ist sie aber. Zeigt mir hier die Karte. Und da steckt so viel Potenzial in dieser Person. So viel ist möglich. Ja, und also dein Gegenüber denkt jetzt auch daran, das, was in ihm oder ihr innen drin schlummert, auch endlich mal zu zeigen, ja, und nicht immer nur irgendwie sich zurückhalten, sondern jetzt ist die Zeit, einfach mal zu machen und zu gucken, was dabei irgendwie herauskommt, ja, weil im Endeffekt weiß man nie, was bei unseren Handlungen so im Endeffekt, was daraus wird, ja, wir können ja nur spekulieren. Und dein Gegenüber hat hier keine Lust mehr auf Spekulationen, sondern will hier zur Tat schreiten und eine Veränderung hervorrufen. Wow, okay, das ist zu viel, da muss ich nochmal mischen. Das Wichtigste, bitte. Ja, das ist das reine Weiß. Das ist hier die Blanche. Das ist das Licht. Licht ins Dunkle bringen. Das sind die Gedanken deines Gegenübers. Oder dein Gegenüber sieht jetzt alles ganz klar. Das Ganze ist beleuchtet. Vielleicht tappte dein Gegenüber im Dunkeln. Muss nicht sein, dass du zum Beispiel ihn irgendwie so im Dunkeln gelassen hast, sondern dein Gegenüber wusste einfach nicht, hat das Ganze nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und jetzt ist es aber so, auf einmal ist ein Licht aufgegangen, da oben, ja, im Hinterstübchen, könnte man auch so sehen, ja. Also einfach, diese Klarheit ist jetzt auf einmal da. Das, was nicht gesehen worden ist bei deinem Gegenüber, was er oder sie nicht gesehen hat, wird jetzt gesehen, ja, und okay, ach so, ich habe das gar nicht gewusst oder mir war das nicht klar, ach, jetzt sehe ich das erst, oh, okay, ja, sowas, so wie eine, wie so ein vielleicht sogar Aha-Moment, so eine kleine, könnte man hier in Anführungsstrichen sagen, Erleuchtung in Bezug auf dich, ja, als würde jemand da oben ein Licht einschalten, anknipsen, auf einmal ist alles hell erleuchtet und man weiß jetzt, was Sache ist, ja, das ist irgendwie die Klarheit auf einmal, okay, und jetzt kann man auch endlich was machen, ja, das wollten dir hier die Karten sagen, das sind die Gedanken deines Gegenübers und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, wenn du magst, kannst du natürlich unten einen Kommentar hinterlassen, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir irgendetwas mitzuteilen hast. Oder du kannst natürlich meinen Kanal abonnieren, wenn du es bis jetzt noch nicht getan haben solltest. Dafür bedanke ich mich bei dir, ja. Und ja, wenn du magst, natürlich auch ein Like, wenn du die Legung gut gefunden hast, wenn du das gut findest, was ich hier mache. Da bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir dafür und ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.